weiß nicht, ob das in Sende die auch unter 3 Turm oder 3 Turm oder das weiß ich, aber. Ja, mit den momentanen Zuständen müssen wir auf jeden Fall ständig und immer wieder auf Blumensuche gehen. Wenn das so krass runtergeht alles. Jetzt geht's ja wieder hoch. Weil die Tage sind momentan halt so kurz, dass es nicht reicht, um anständig hochzugehen wieder. Das heißt, wir müssen nebenbei... Nee. Das heißt, wir müssen nebenbei noch Blumen pflücken, damit wir überhaupt eine Chance haben, dass es hochgeht. Klingt komisch, ist aber so. Klingt ja nicht mal komisch eigentlich, aber es ist so. So, machen wir hier oben schon mal. Nee, hier machen wir noch gar nicht, das ist sehr gut. Dann hoffe ich, hier was Cooles, Neues zu finden. Blumen zum Beispiel sind immer gern gesehen. Oder ich hacke hier oben noch ein paar Bäume ab. Dann kann ich nämlich das Baummonster unten bei uns beruhigen. Das ist auch nicht schlecht. Ach, da ist er doch. Hab ich schon gewundert. So. Biene will ich natürlich nicht attackieren. Das war gerade wieder so ein Klickfehler. So, hier haben wir wieder... Okay, hier haben wir Blumen. Hier können wir theoretisch nochmal einen Job machen. Da kann ja kein Baummonster entstehen, wenn nichts daneben ist. Aber für uns bringt es auf jeden Fall ein bisschen Holz und ein paar Samen. Mal gucken, was jetzt auf der anderen Seite ist. Gegen kenne ich doch. Ach so, interessant, okay. Aber das ist spannendes hier, das ist momentan noch nicht. Deswegen brauche ich aus Bock gar nicht mal runtergehen. Dann gehen wir mal. Einmal Fachchinesisch bitte. So, und schauen wir, was hier oben noch ist. Wenn safe, dann tut es mal ein bisschen Lacken bei mir. Weiß nicht warum, weiß nicht, ob das normalerweise auch so ist, aber hier ist es so. Darum bitte nicht beschweren. Ich habe es jetzt ja nun angekündigt, somit sollte jeder verstehen, was ist denn die Problem an die Sache. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder ein bisschen Essen. So, war auch sehr intelligent von mir, dass ich das Essen nicht mitgenommen habe. War einfach überaus intelligent von mir. Das sind richtige Blumen. Ich dachte, das sind die bösen Blumen. Deswegen bin ich da vorbeigelaufen. So, hier ist wieder eine richtige Blume. It's getting late. It will be dark soon. Blume. Blume. Da ist wieder eine Blume. Da ist wieder eine Runde Kacke. Und dann versuchen wir mal noch runterzukommen. Ah, natürlich immer die Kacke aufsammeln. Immer die Kacke aufsammeln. Wo bin ich? Wenn ich den Weg folge, komme ich nach Hause. Das ist also sehr gut. Moment, da ist Kacke und Blume. Oh! Was haben wir denn hier?
Wollte gerade sagen, die machen zum Glück gar keinen Schaden. Aber die machen eine ganze Menge Schaden. Na gut, dann gehe ich doch lieber erstmal nach Hause. Ah, eine dunkle Blume. Weg hier. Und esse erstmal eine Weile. Wir haben ja noch ein bisschen Fleisch im Kühlschrank. Es gibt aber auch einen Kühlschrank hier, gell? Das wollte ich mal gucken, ob es hier einen Kühlschrank gibt. Wir laufen mal vorbei. Immer der freundlichen Bisonherde folgen. Ganz ruhig, attackiere ich nicht wieder, hoffe ich mal. Dann haben wir noch was Privates zu klären, und zwar mit dem hier Freund hier unten. Den haben wir ja ein bisschen enttäuscht. Und darum gibt es für ihn hier wieder... Ja, klasse. Hier, pflanz selber ein. Das findet er anscheinend sehr gut. Er tut jedes Mal so... Oh, jawohl. Tu es noch einmal. Was? Ich und... Also, nein. Nein. Klingt komisch. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr Feuer machen, als das reicht für mich nicht durch die Nacht. So. Und jetzt essen wir hier mal, was wir übrig gelassen haben hier. Essen. Essen. So, 5 Stück haben wir noch. Und dann... Moment, einen Razor habe ich gar nicht mehr, gell? Doch, hab noch einen, super. Bisschen nehmen wir mit davon. Da haben wir ja noch Puff gesammelt ohne Ende. Guckt mich nicht so böse an von da hinten. Ich kann auch nichts dafür, dass der Leben scheiße ist. So. Kannst gerne dich mit ans Feuer setzen. Aber natürlich nur, wenn du dich benimmst. So. Lalalala. Wir tun es echt nicht. Der bewacht einfach nur hier seine Pflänzchen. Ja, da will ich mal kein Problem mit ihm haben. Sieht uns das übel, wenn wir den hier machen? Ne, da ist er gerade zu weit weg, okay. Ich muss natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Auch wenn der jetzt hier bei uns rumhüpft, muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viele von den Dingern in meiner Nähe pflanze. Wer weiß, was da noch aus den Viechern rauskommt. Die Pflanze, die wir da oben gerade gesehen haben, reicht mir schon mal. Wenn mir so ein Ding hier in der Nähe spawnt, dann war's das, aber da habe ich die Schnauze voll. Hey, Günther! Guck mal hier, was ich für dich habe! Guck mal! Find's cool, gell? Find's auch cool. So. Also, wenn der einmal da ist, bleibt der anscheinend für immer. Okay, ich lasse das jetzt mit dem... Leichhalsscheren, das bringe ich einfach nicht übers Herz, die hier. Die gucken so... Alter, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nicht hier in der Nähe. Nicht hier in der Nähe. Ach, komm schon. Echt jetzt? Wir müssen uns wohl zum Kampf rüsten. Was haben wir hier? Refreshing but stinky. So, wir kochen mal ganz kurz den hier noch.
So, und dann nehmen wir uns mal den Hammer hier raus. Und den Dartpfeil, den möchte ich auch probieren. Nein, den Dartpfeil. Moment, falsch. Wir müssen den Rucksack mal ablegen. Okay. Moment, wir müssen... Na super! Ich setze du gegen zwei von... Alter, guck das... Hier ist eine, da oben ist eine. Oh Mann, ey. Vor allem liegt mein Zeug jetzt inmitten von diesen Viechern, ne? Hi, Baummonster. Ich glaube, das Baummonster wird mir fehlen, wenn ich jetzt sterben sollte. Ist klar. Ist einfach klar. Die haben alles aufgefressen. Was ich bei mir hatte. Ja klar, warum nicht? Also ich meine, warum nicht? Das ist so belastend. Ein Holz habe ich noch, das war's dann aber auch. Na, dann wollen wir mal schauen, ob wir irgendwas anderes noch hinkriegen hier. Winter ist ja noch... Ach, Winter ist jetzt Mittag 30 wahrscheinlich. Ach, dann geht doch jede Jahreszeit 10 Tage, okay. Oh ja, Nahrung. Ich will unbedingt wieder so ein Flowerhead haben. Ich weiß nicht, wie ich an und andererseits, falls ich das Leben überleben soll. Keine Ahnung. Das ist einfach zu hart sonst. Hatte ich das Horn noch dabei? Ich hab den ganzen Buffalo-Scheiß dabei gehabt noch. Ach, come on. Schaufel habe ich hier noch, eine Axt habe ich hier noch. Diese Buffalo Wolle habe ich noch. So. Alles sehr ungünstig dieses Mal. Wir haben auch diesmal nicht so ein Vieh gefunden, was uns einen Tag spendieren würde. Wir sind auch schon einmal gestorben. Das heißt, wir haben auch für den Winter nichts als Rücklader. Das heißt, wenn wir im Winter sterben, dann sterben wir wirklich, dann war's das. So. Blend. Blend. Blend.
Okay, dann müssen wir jetzt hier den ganzen Spaß abernten. Also eine Sonnen... Hab gerade überlegt, so ein Ding macht jetzt am meisten Sinn, glaube ich. So ein Sonnenkopfteil. Also ein Huhnteil, meine ich. Dann werde ich mir schnell eins zulegen müssen. Samen nicht verkommen lassen. Samen. Ich frage mich gerade, wo das Baumonster hin ist. Das war nicht. So. So. Na, 40 kriegen wir auf jeden Fall nochmal zusammen. Da haben wir wieder ein Stack voll. Auch der Plan, noch Bäume zu pflanzen von oben hat, glaube ich, haben wir das schon gemacht gehabt? Ich weiß es gar nicht. Kann ich gar nicht so sagen. Blume. 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 Seit wann gibt's hier Spinnen? Wenn nicht, hat sich hier noch eine Spinne irgendwo breit gemacht. Sehr schön. Ja, nach bringt der ja eh nichts. Deswegen nehme ich den mal raus, da ich... So, Puff noch dazu. Oh, guck mal, da ist eine Blume gewachsen. Ja, die Blumen wachsen definitiv nach. So. Melonenkopf, ich baue es mir einfach mal. Was macht der? Der erfrischt irgendwie, aber keine Ahnung wie, auf welche Art und Weise. So, kochen, kochen, kochen. Jetzt machen wir auch noch drei. Dann kann ich mal die Setzlinge hier hinten wieder reinpflanzen. Samen auch genannt. Achso, jetzt ist alles voll. Na gut, ich hätte gerne als nächstes dieses andere Ding hier. Das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Die Science Machine. Da brauchen wir ein Gold Nugget. Oh, das haben wir die ganze... Haben wir das nicht? Ja, haben wir nicht mehr. Ein Gold Nugget und Steine. Das sollte kein Problem... Ah ne, das ist ja die Science Machine, oder? Ne, das ist die doch. Ach Quatsch, was laber ich? Den Alchemy Engine möchte ich gerne haben. Brauchen wir Gold Nugget, Brickstones... Ja. Holz, Stein und Goldnuggets brauchen wir ohne Ende. Gut, da werden wir uns drum kümmern. Ich bin sogar zu dreist, nehmen wir mal eine Fackel. Und laufen einfach los. Lalalalalala. Ich komme später nochmal zurück. So, da machen wir nochmal den hier. Sehr schön. Nicht die Viecher, ja. Den
denn hier los? Ach so. So, den nehmen wir auch noch mit. Erstmal den da. Und dann esse ich den. Und den. Und dann fangen wir mal an zu meinen. So. Dann haben wir jetzt gar keinen mehr. Haben wir alles verloren. Immer was hatten. Ich weiß es nicht, wie viel wir hatten. Auf jeden Fall sammeln wir mal jetzt neu. Also Frösche überall, ohne Mist, ich hasse die Dinger. Ich würde gerne mal eine Runde ohne Insanity spielen, aber ich glaube, selbst wenn das gehen sollte, es verfälscht das Spiel komplett, wenn man ohne Insanity spielt. Aber es regt einfach mega auf, dieses ständige Verrücktwerden und Blumen sammeln müssen. Ich meine, wer wird denn bitte verrückt? Nur, ja, er ist ein Schisser. Okay, gut. Vielleicht nehme ich bei der nächsten Runde doch mal die Dame, die keine Angst vor der Dunkelheit hat, aber dafür weniger Schaden macht an Monstern. Weil gegen Monster kämpfen tue ich ja eigentlich eh nicht. Wenn, dann lasse ich die gegeneinander kämpfen und nehme das, was übrig bleibt. Von daher kann ich, glaube ich, beim nächsten Mal ruhig die Dame nehmen, die da weniger Angst vor der Dunkelheit hatte. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge Stein, aus einfachem Grunde. Da wir ja noch die Steindinger machen müssen, die Stein, die fortgeschrittenen Produktionswege für... Ihr wisst schon was. So die schleimigen Frösche überall rumkriechen. Hässliches Gesocks. Ist ja nämlich das Eis auch mit. Schon wieder kaputt gegangen. So. Na dann tun wir mal noch ein bisschen was für unsere Gehirn. Warum verlierst du schnell Insanity? Ich verstehe das echt nicht, warum ich so schnell Insanity verliere dieses Spiel. Das hört ja gar nicht mehr auf mit dem Verlieren von Insanity. Ich höre Hunde, na klasse. Ich mache mich da mal auf den Rückweg. Und mache mir schon mal eine Fackel. Machen wir gleich mal noch einen. Bin ich nie gelandet? Achso, ich gehe auf den anderen Weg zurück gerade. Was? Was? Warum? Hilfe!
Ich bin so tot. Ich bin so tot. Wie lange hält die Fackel noch? 37, na gut. Sowas von tot. Aber sowas von tot. Schade, es hat nicht geklappt diesmal. Was haben wir denn eingestellt in Options? Nee, Close, Controls. Ich weiß es nicht mehr. Na, auf jeden Fall haben wir diesmal bis Tag 20 durchgehalten. War also alles eine Aufgabe. Schade eigentlich. In der nächsten Aufnahme werden wir mal gucken, was wir da für Options einstellen. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Vielleicht kommen das jetzt ja schon mal Ideen rein, ohne dass ihr die Folge jetzt schon gesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich veröffentliche jetzt die Let's Plays. Es ist nämlich gerade erst mal 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.